Basketball. Okay, geschafft, jetzt geht's ins Finale, nachdem ich das erledigt hab. Und warum muss ich eigentlich in so einem freudigen Leben als Naturliebhaber in so einem Turnier jetzt Bäume zersägen? Ist doch mies, Mann. Genau wie Haarstarke, die Fettbacke, der kann sich selbst kaum heben. Wie soll er's dann mit der Messlatte? Dass ihr doch vom Apotheker was verschreiben, würde ich sagen. Würdet ihr zwar nicht so klingen, als würd euch niemals ein Medikament teilen. Gönnt euch doch mal Seife, würde ich sagen. Wär der nicht so ranzig wie 90% die hier so teilnehmen. Ihr seid scheiße, wir crashen ins Teilnehmerfeld als Bewegung und werden es reißen. Und was gibt's hier sonst an Gegnern? So, die Sparte ist riesig. Methadon-Finale ist easy. Wem wollt ihr weiß machen, dass ihr nicht lächerlich seid? Wenn ihr alle so klingt, jetzt tragt ihr ein Bandana am Mann. Ich seh Qualis und merk schnell, dass es kein Risiko gibt. Die anderen Teilnehmer sind alle noch lieber als ich. Gegen die zwei spart ihr euch besser die Videoclips. Eine Quali von Talala und der Sieg ist gewiss. Ey, yo, Takta und pass auf, ihr seid für mich nur Abschaum. Wir chillen hier am See und machen euch den Chaos. Dann gibt es noch den Neox, der leider nicht mal rappen kann. Noch wetten, dass der Neox wenigstens ein guter Text hat, aber falsch gedacht. Neox ist und bleibt ein Hurensohn. Ich betone es nochmal, Neox ist ein Hurensohn, aber warte mal. Neox klärt den Bitches-Top beim Karneval, doch kassiert mehr Körbe als die Mavericks beim Basketball. Kopf, Nicker, Sound und Neox steht vor seinem Spiegel. Gibt sich unsere Tracks und Wünsche, es wären seine Titel. Im Park bei seinem Bro, sagt Neox, dann es wäre seins im Himmel allein, in der so wack ist wie du. Ich kenne keine Neox. Lächerlich, was du da immer machst. Du flamest die RBA und triffst dann nicht einmal den Takt. Du flamest das HBT und fliegst dann ehrlich gegen nix da. Resümee des Tracks, du bist ein widerlicher.